Servus, ihr Hascherl, da bin ich schon wieder. Ach, ich konnte mich von Coraphe einfach nicht trennen. Ich hoffe, dass ihr auch gleich Bild bekommt. Im Moment ist, glaube ich, nur. Genau, ist, glaube ich, nur Tonübertragung. Sehr sicher weiß ich es nicht. Ich gucke mal. Yeah, wie geil. Ihr seht gerade noch nichts. Moment. Das war nicht das, was ich wollte. Naja. Es wird schon gleich sich hoffentlich umstellen, wenn ich jetzt die Coraphe einlogge. Ich logge mich mit Coraphe ein. In dieser Welt herrscht momentan hoher Andrang. Jo ist recht. Das macht ja nichts. Dann warten wir halt ein paar Sekündlein. Ist auch noch keiner da. Wir haben ja Zeit. Heute machen wir es gemächlich. Wir machen heute keinen Stress. Doch, Stress! Noch bin ich alleine, ja. Aber das macht nichts. Da kommt gerade eine Stimme aus dem Off, falls man das wieder gehört hat. So, jetzt wird auch das Bild übertragen. Na, Gott sei Dank. Es hat ja auch lang genug gedauert. Oh, eine Minute per Schwarzbild. Geil. So, und jetzt sagt mir auch mein Handy, dass ich übertrage. Das ist doch schön. Ich mache heute noch etwas Hauptstory und klopp ein paar Monster kaputt. Ich möchte einfach ganz schnell Level 10 und 15 erreichen und dann schauen wir weiter. Weil ich möchte verschiedene Dinge ausprobieren und dann muss ich halt ein längeres oder höheres Level haben. Längeres Level ist auch gut. Ich habe ein längeres Level. So. Oh, da stehen schon wieder Leute rum. Yay. Errungenschaften. Kurz vor Abschluss. Zwei Fäuste für Eosea. Ich lerne das noch. Okay. Gut. Ja. Nein, schließen. Wir sind schon dabei. Wir müssen. Wohin müssen wir zuerst? Ich glaube, zu Papa Schan müssen wir wieder. Okay. Dann ab nach. Dann wieder zu Papa Schan, ab in die Wüste. Ah, heute ist Tag, das ist schön, dass es noch hell ist. Ja, das wird eh noch so ein Thema, dass halt meistens dunkel sein wird, wenn ich spiele. Tendralis Tanalan, ab geht's. Ich wollte gleich auch wieder spielen, um halt wieder gleich zu lernen, wie das hier alles funktioniert. Du haust mich? Wer hat dir das denn erlaubt? Ui, ich werde stärker. Ich hau die jetzt schon mit einem Ding um. Ah. Das muss ich manchmal noch ein bisschen lernen, hier in welcher Reihenfolge hier was ist. Ach, das Viech habe ich jetzt als nächstes angevisiert. Aha. Lebst du noch? Nein, du bist auch schon kaputt. Okay. Zack. Hey, ich werde stärker. Ich hau dir jetzt schon mit einem Hieb um. Irgendwas. Ui. Ich glaube nicht, dass ich die Riesenschildkröte schon platt kriege. Nur mal so, nein. Ich meine, vielleicht kriege ich sie schon platt mit meinem Level 8, aber, so. Hab doch Form. Auch jemand ohne Ticket? Hi. Interessanterweise, ich muss mir das mal ein bisschen hier genauer angucken. Da habe ich gestern irgendwie gar nicht so viel Zeit gehabt, mir das über alles. Oh, was habe ich jetzt wieder angestellt? So. Ich habe einen hohe Qualitätsgegenstand erhalten. Hohe Qualitätsgegenstände erkennst du an ihrem Icon und den speziellen Zeichen hinter ihrem Namen.
Hohe Qualitätsausrüstung hat häufig bessere Werte als normale Gegenstände und hohe Qualitätsmaterialien, oder halt einfach jetzt mal HQ genannt, produzieren in der Regel bessere Ergebnisse bei der Synthese. Daher lassen sich mit HQ-Gegenständen auch höhere Verkaufspreise erzielen. Aha. HQ-Gegenstände können nicht mit Gegenständen normaler Qualität gestapelt werden. Okay, das gucken wir uns an. Moment, Charakter, Arsenal, Inventar. Ah, ich habe hier diesen Honig. Der ist anscheinend hohe Qualität. Oder? Aha. Steht aber NG. Apropos, war das hier mal so in der Überlegung. Ich würde gerne die Heiltränke irgendwie in ein Schnellladesystem hinkriegen. Ah, hier, Moment mal. Im Kommandomenü anlehnen. Drück eine Tastenkombination. Die packen wir jetzt erstmal dahin. So. Das ist nämlich, glaube ich, ganz gut. Wenn ich an die rankomme. Wenn ich hier drauf drücke. Ah, da habe ich dann das alles. Teleport, Sprint, Autoattacke, Rückführung. Okay, cool. Und das ist hier. Vielleicht sollte ich die Heiltränke dann lieber hier reinpacken. Jetzt lassen wir sie erstmal da. Kokonig erhalten. So, und hier finde ich es auch interessant. Keine Ahnung, was das hier ist. Es ist auf jeden Fall süß. Das wollte ich mir jetzt mal genauer angucken. Was, Hilfe? Mir werden Dinge aus dem Kühlschrank präsentiert. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Falls jemand die Serie Liv und Maddie kennt, Kühlschrankroulette. Okay, alles kaputt, alles kaputt. Wo ist Papa Schan? Da. Da müssen wir jetzt hin. Guck mal, noch eine Riesenhornisse. Ey, wer hat dir das erlaubt? Kaputt! So. Hallo, Papa Schan. Oh! Guck mal, es ist hier die Prinzessin. Und andere Leute. Hi, Papa Schan. Werte Lilira, bin ich froh, euch unversehrt zu sehen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie besorgt ich um euch war. Wenn euch etwas zugestoßen wäre, mein altes Herz hätte es nicht verkraftet. Auch wenn ich mein Schwert vor 15 Jahren niederlegte, gab es doch keine Sekunde, in der ich mich nicht um euer Wohl gelegen wäre. In der mir nicht um euer Wohl gelegen wäre, ja. Was? Ja, ist recht. Nein, da steht, in der mir nicht an eurem Wohl. Das ist gütig von dir, Papa Schan. Doch der Verlust ist meine Schuld. Also werde ich auch dafür einstehen. Ich glaube, die Wache ist nicht so begeistert. Bürdet euch nicht mehr auf, als eure Schultern ohnehin schon tragen müssen, euer Gnaden. Wir werden die Angelegenheit im Nu bereinigen. Ihr werdet schon sehen. Vertraut uns. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, tatenlos abzuwarten. Und euer Eifer ehrt euch. Doch wenn euch etwas zustoßen würde, wäre der Schaden gar nicht abzuschätzen. Also gut, ich verspreche dir, mich nicht wieder in Gefahr zu begeben. In Ordnung? Also wenn ihr da Geräusche aus dem Off hört, da rennt jemand rum, der zu viel Aufmerksamkeit braucht. Oh Gott, die Wachen. Sind die süß? Oh, Korafei, da bist du ja wieder. Die anderen Abenteurer berichteten mir von Kampfhandlungen am Baum des Sultans. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Ein Glück, dass dir nichts passiert ist.
Und welch glückliche Fügung, dass ich deine Hilfe in Anspruch nehmen durfte. Für die Rettung von Liliras kann ich dir gar nicht genug danken. Wie soll ich diese große Schuld nur je begleichen? Du hattest ebenfalls Hilfe, sagtest du, von einem sarkastischen Kerl, der ein seltsames Gerät bei sich trug? Das kann nur Tankred gewesen sein. Er ist der ein Gelehrter, der schon seit einiger Zeit in Ulda lebt und die hiesigen Ätherströme, ich wollte jetzt Atemströme lesen, Alter, untersucht. Ein Sonderling, das gebe ich zu, aber manchmal ist er mir eine Spur zu vorlaut, doch im Grunde ist er harmlos. Jedenfalls danke ich den Göttern, dass sie dich zu uns geschickt haben, Koraphee. Du bist ein Segen für Ulda und ich hoffe, dass du uns noch lange die Treue hältst. Gehab dich wohl. Jo, gehab dich wohl, mein Freund. Und jetzt, muss ich was machen? Also ich muss auf jeden Fall wieder nach Ulda scheinbar. Wie kriege ich denn das jetzt wieder weg? Das, das, nein, 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 nein. Danke, Schuld. Ulda Rangierbahnhof. Okay, Garten des Sultana. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ich lerne das noch. Alles ist gut, solange ich wild bin. Ich sag doch, manchmal habe ich echt Schwierigkeiten mit diesen ganzen Karten. Moment mal. Papa Schan. Nee, der da hier hat was für mich. Was hast du denn? Zizidua, das ist doch. Okay. Hi. Zizidua möchte ein Geschenk zum Würfel und Becher liefern lassen. Dann machen wir doch. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten, falls du gerade Zeit hast. Ich habe mich entschlossen, an meinem zweifelhaften Ruf zu arbeiten und möchte zunächst eine Dankeschuld gegenüber dem Besitzer der Schenke zum Würfel und Becher begleiten. Okay. Zu diesem Zweck habe ich einen stattlichen Kürbis vom Garten der Sultana gekauft. Geklaut. Ein besonders begehrtes Produkt, für das ich keine Kosten gescheut habe. Ich glaube doch. Natürlich wollte ich den Kürbis persönlich überreichen, aber die Lieferung von der Nanawa-Mine verspätet sich. Bevor diese eintrifft, kann ich mich nicht um den Kürbis kümmern. Wenn du jedoch Gagari beim Garten der Sultana diese Quittung zeigst, kannst du den Kürbis für mich abholen und beim Würfel und Becher abliefern. Es tut mir leid, dich mit solch einer zeitaufwendigen Aufgabe zu belästigen. Ich weiß deine Hilfe wahrlich zu schätzen. Ich traue dir nicht. Aber gut, dann gehen wir zum Garten der Sultana. Der ist da drüben. Oh, hallo Wespe. Ich mach dich platt. Ich muss hier. Boom. Kaputte Wespe. So, Garten der Sultana. Wer ist jetzt hier? Ah, da ist Gagari. Gagari. Hi, Gagari. Wenn Zizidua nicht bald auftaucht, wird dieses Prachtexemplar schon bald verfaulen. Okay, er hat ihn anscheinend doch gekauft. Oh, du sollst also dieses Sahnestück abliefern. Ich kann dir versichern, dass jeder Gourmet über dieses Geschenk äußerst erfreut sein wird. Hier ist der Kürbis. Ich hoffe, er wird Roger gefallen. Frische Ware ist ziemlich rar gesät in dieser Gegend, daher ist die Nachfrage gewaltig. Du weißt, wie du zum Würfel und Becher kommst, oder? Durchquere den Tunnel nordöstlich von hier und halte dich dann links. Es sollte nicht schwer zu finden sein, folge einfach den Leuten vor Ort. Mhm, also, Tunnel nordöstlich. Nordöstlich ist wer? Da. Okay, gut. Nordöstlich ist dann hier. Hier. Dann gehen wir da lang. Da muss ein Tunnel sein. Nordöstlich von hier. Ah, okay. Wenn ich da jetzt auf diesen Schienen rumlaufe, gehe ich dann kaputt? Nein. Süppchen. Leveln. Wenigstens kann ich hier leveln, indem ich irgendwo draufschlage.
bei Dungeons & Dragons nicht so ganz mein Fall gewesen, dass ich da halt einfach nicht drauf konnte. Um zu leveln. Nie bis drauf zu kommen. Aber das sollte ja schon allgemein bekannt sein. Oh, noch irgendwo jemand ohne Ticket? Ah, da unten und da. Ja. Nummer 4. So. Ah, da ist gerade ein Kampfevent. Gerade. Das später auch ein Zug fährt. Oh, was ist denn hier Schönes? Kohlenstaub. Duster ist hier. Jetzt würde ich gerne leuchten. Upsa. Okay. Da ist auch einer gerade. Auch hier lang gehen kann. Cool. Also die Gegend ist doch schon schön, ne? Wenn auch ein bisschen. Wie heißt das? Sandig. So, die halten ein bisschen mehr aus. Lasst mich Ameisen töten. Okay, der tötet auch Ameisen. Dann gehe ich erstmal weiter. Da muss ich auf jeden Fall mal mich mit diesem großen Eteriten hier verbinden. Das machen wir als allererstes. Dem immer zurückkehren. Zack. Da ist eine Poststation. Ja, ja, ich weiß, was Eteriten und Teleport sind. So. Ja, das weiß ich schon, dass ich da herumreisen kann. Mein Problem ist eher, dass ich nie weiß... Ah, ich muss da lang. Dass ich nie weiß, welcher Eterit wo steht. Viel mehr mein Problem. Ey, Hammerschnabel! Oh, du bist ein bisschen stärker. Hui. Egal. Ordentlich Bummes. Ja, ja, ich gehe gleich weiter. Aber da muss man jetzt halt erstmal so ein bisschen aufhauen. Oh, bist du gut. Oh, da hinten habe ich noch was im Ziel. Ich will jetzt aber gar nicht im Ziel haben. Bist du zu weit weg. Da, guck, das ist eher meine Tragweite. Draufhauen. Draufhauen. Zeit ist immer so ein bisschen noch daran musste ich mich echt erstmal noch gewöhnen. Ich meine, ich werde mich dran gewöhnen, aber uiuiui. Hey! So, gut. Und muss da lang. Das Viech haue ich noch nicht kaputt, weil ich glaube, da werde ich den kürzeren ziehen. Das läuft doch gut. Da muss ich jetzt gleich hin. Ich bin heute nicht ganz so gesprächig wie gestern, glaube ich. Ich war heute wieder viel unterwegs.
Aber ich habe einen tollen Laden heute besucht. Wir haben nämlich jetzt einfach auch ein Oasia. Das war schon richtig cool. Ganz viele japanische Süßigkeiten für die Sparky. Alter. Ja, ist nur so ein bisschen. Alter, mit meiner Höhenangst, Leute. Ah, da unten ist das. Okay. Ey, du. Den hinteren Lappen. Oh. Gar nicht so weit laufen müssen. Da hinten, da ist der Iterit, mit dem ich mich gerade verbunden habe. So. So, wem ist Maroga? Oder Roger? Roger! Hey, Roger. Wie wär's mit einem Getränk, Mädel? Bier oder Spirituosen? Du wirst in der ganzen Stadt keine besseren Preise finden. So viel steht mal fest. Jo, ich sauf jetzt einen. Hier kriegst du aber erstmal einen Kürbis. Ich hätte gern Kürbissaft. Was? Cicidoa hat dich gebeten, mir das hier zu bringen? Ha! Also fühlt sich dieser unflätige Trunkenbold etwas schuldig. Ich nehme an, er will sich dafür bedanken, dass ich seinen betrunkenen Hintern neulich nach Hause geschleppt habe. Aber grundgütiger, ein waschechter Kürbis vom Garten der Sultana. Ich kann es kaum erwarten, was die Köche damit anstellen werden. Die Jungs hier futtern eine ganze Menge Fleisch, was für ihre Gesundheit nicht förderlich sein kann. Da wird ein wenig Gemüse nicht schaden. Danke für deine Hilfe, Mädel. Und Roger will schon wieder was von uns. Guck mal. Oh, da kann ich mir jetzt was aussuchen. Alle Klassen Krieger. Verteidigung 20, Magieabwehr plus 11. Hanfkanulle. Hanfgambison oder Kohle. Ich glaube, ich nehme das da. Oder? 20 und 11. 11 und 18, Magieabwehr. Schwarzer Farbstoff, Bonus. Farbstoff. Naja, das bringt mir halt viel mehr. Gut, dann mache ich das. Okay. Als Dank für den prächtigen Kürbis habe ich einen ganz besonderen Leckerbissen für dich. Eine Empfehlung nämlich, wo eine Abenteurerin wie du zur Arbeit kommen kann. Kennst du den Kohlenstaubbahnhof? Ist nicht weit von hier. Da muss ich eh hin. Dort ist ein fähiges Paar Hände stets mehr als willkommen. Besonders viel Glück dürftest du bei Varin haben. Einem der Eisenscheinsoldaten. Eisenschein? Ja, da steht doch. Der weiß sicher, was mit dir anzufangen. Gut. So, ich kann Ausrüstung betrachten, anlegen und entfernen, indem du im Hauptmenü Charakter auswählst. Um einen Gegenstand auszurüsten. Okay. Ah, es ist wieder Fate-Bereich. Okay. Ja, wähle dann anlegen im Untermenü und den Gegenstand auszurüsten. Ist gut, machen wir. Probieren wir. Stell dich dem Fate. Fate steht als Full Active Time Event oder auch fatales Ereignis. Diese öffentlichen Aufträge tauchen periodisch überall in Eosera auf. Jeder, der gerade vorbeikommt, kann daran teilnehmen. Wenn ein Fate in der Nähe stattfindet, erscheint ein Hinweis auf dem Bildschirm und dessen Ort wird auf der Karte markiert. Die Art der laufenden Fates kann anhand der Karten-Icons identifiziert werden. Wenn du den Cursor über das Icon bewegst, wird der Name des Fates angezeigt. Sobald du im Reichweite des Events bist, nimmst du automatisch daran teil. Fate-Titelziele und verbleibende Zeit werden automatisch in deiner Aufgabenliste angezeigt. Wenn deine derzeitige Stufe mehrere Stufen über der empfohlenen liegt, erscheint die Schaltfläche Anpassen in deiner Aufgabenliste. Benutze diese Schaltfläche, um deine Stufe automatisch anzupassen, damit du eine Belohnung für die Teilnahme erhältst. Okay. Ist recht. So, was sollte ich jetzt eigentlich gerade machen? Mit Varin sprechen. Genau. Und ich bin jetzt aber hier im Fate-Bereich. Alter, jetzt willst du nur der Dünkel. So, da wären wir jetzt. Da oben ist der Fate-Bereich. Gucken wir uns doch jetzt mal an, was wir denn da totkloppen müssen, um daran teilzunehmen. Da müsste Bahnhof sein. Hammerschnabel, Hammerschnabel, Hammerschnabel. Oh, ich bin ja gar nicht im Fate-Bereich. Alle hips. Wir hupfen mal in den Fate-Bereich hinein und gucken mal, was wir denn tun sollen. Einfach nur weil.
So, ich wäre jetzt im Fate-Bereich. Jo, das ist schon bis, fertig. Okay, ich war zu langsam. Dann gehen wir halt wieder. Lüpsa. Ey, du. Wir mal. Du willst was? Du bist Warin. Hallo, Warin. Warin, 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 Warin. Ich will zu dir hier. Aha. Hinter mir bewegt sich was. Nach Arbeit suchst du also, wie? Ach, du bist eine Abenteurerin. Dann bist du bei mir goldrichtig. Die Amajima Bergbau AG hat uns damit beauftragt, die Lieferung an diese Gegend ab... die diese Gegend passieren, zu beschützen. Kurz gesagt, wir bekämpfen Bestien und Banditen. Das Personal reicht mir aber vorne und hinten nicht, also brauche ich dringend jemanden, der sich um einige garstige Biester kümmern kann. Aber bevor ich dich Hals über Kopf losschicke, ist deine Ausrüstung bereit für den Kampf? Wenn auch nur ein Teil davon zu wünschen übrig ist, wird ein wachsamer Feind dies erkennen und die Schwäche ausnutzen. Sieh zu, dass deine Ausrüstung in gutem Zustand ist. Wenn du bereit bist, melde dich bei mir zur Inspektion. Rüste dich am Kopf, Rumpf, Hände, Beine und Füße mit Gegenständen von mindestens Gegenstandsstufe 5 aus und melde dich dann bei Varin zur Inspektion. Jo. Also müssen wir uns jetzt umziehen. Da wollen wir mal gucken, das ist falsch. Hier. Charakter. Anlegen. Was haben wir denn? Jetzt gucken wir uns das mal an, was wir hier denn so haben. Aber ich kann ja auch Ausrüstung optimieren. In deinem Arsenal gibt es keine bessere Ausrüstung. Ach ja, das geht ja noch nicht. Hand. Kopf habe ich nichts. Füße habe ich noch das. Was ich gerne machen würde, weggesteckte Waffen, Werkzeuge, Ausrüstung im Kopf anzeigen. Bisschen schließen, falls vorhanden. Waffe ziehen, wegstecken. Charaktermodell zur Kontrolle. Ich würde nämlich gerne eigentlich wieder die anderen Schuhe tragen. Also ich würde gerne Klamotten sozusagen tragen. Aber eben halt die bestausgerüstete Sache anlegen. Ah. Oh! Okay, dankeschön. Hallo, Salu, da bist du ja schon wieder. Ja, dann werde ich mal da zu dem Händler gehen, den ich gerade suche. Da, Reparatur, Rüstungshändlerin. Machen wir das mal. Hi. Rüstungen, Krieger, Magier, dann schauen wir mal, was wir denn hier so haben. Ah ja, dann lesen wir auch, was das, was es uns bringt. Das bekomme ich jetzt dann. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Wo ist denn mein Geld? Ah, da oben. Oh, manchmal bin ich blind. Und wie war's schaffen, Salu? Aha. Aha. Jetzt gucke ich mir das. Den finde ich süß. Ein Handfood. Das finde ich irgendwie putzig. Aha. Bronzehauberg. Arbeiten ist immer Chaos. Jeder Fingerlinge. Jetzt muss ich mir das erstmal angucken, was es denn hier gibt. Ich meine, es sieht alles eh scheußlich aus, egal. Hosen. Okay. Wieso ist ein roter Punkt? Egal. Eine Strumpfhose. Okay. Lederpauli. Das bringt mir nichts. Interessant. Wupp. Ich glaube, ich will diesen Hut haben. Den finde ich süß. Ah, okay. Den will ich haben. Den finde ich irgendwie cool. Jetzt habe ich einen Hut. So.
hier. Oh, der hätte mir auch gefallen. Was ist die da? Dem hilft mir nichts. Brauche ein paar Schuhe noch. Lederleggings. Sandalen. Lederleggings. Eigentlich würde ich gerne lieber die, das ist auch interessant. Ringbänder. Stufe 8. Das habe ich ja schon. Ich würde ja gerne die Lederleggings nehmen, auch wenn sie mir nichts... Nee, nicht die da. Moment, wo war die jetzt? Strumpfhose. Irgendwo war eine Strumpfhose. Da, Hanfstrumpfhose. Aber ich glaube, dass die zu dem Outfit, was ich jetzt gerade zusammen kaufe, ganz gut packt. Passt. Außerdem kostet sie nicht viel. So. Und dann nehme ich noch ein paar Schüchen. Obwohl, ich glaube, ich bleibe bei den schwarzen Stiefeln, die ich habe. Die finde ich cool. Da waren noch irgendwo so ein paar... Die habe ich schon. Ringbänder. Aber ich habe mir ja Handschuhe gekauft. So. Ja, ich glaube, das ist ganz gut soweit. Dann werden wir das jetzt mal anziehen. Ach so. Na, sieht das nicht nett aus? Das gefällt mir sogar ganz gut von der Farbkombination her. Hey, guck das mal an hier, das Mädel. Ich habe einen fetten Hexenhut auf. Ich habe einen fetten Hexenhut auf. Aber das kann man sich doch jetzt wenigstens angucken, was ich da jetzt anhabe. Ja, ich weiß, dass ich das eigentlich hätte tun sollen, aber ich bin halt leider, wie sagt man, ein bisschen darauf zu achten, dass es halt wenigstens halbwegs gut aussieht. Weil ich weiß, du weißt ja, wie mein anderer Charakter aussieht. So, grüß dich. So, du denkst also, du wärst bereit, wie? Nun, ich denke, das ist ausreichend. Allerdings kann man das nie mit Sicherheit sagen. Vielversprechende Abenteurer sind auf jeden Fall rar gesät. Daher möchte ich dich nicht fahrlässig in Gefahr bringen. Sei stets wachsam, egal mit welcher Bestie du es zu tun hast. Ich habe schon zu viele Freunde verloren, um diesen Rat nicht beherzigt haben. So, weil da kann ich nämlich jetzt dieses Ding da kriegen. Genau. Zack. Dann haben wir das. So, Varin hat Arbeit für Abenteurer, die bereit sind, die Kobalosse auszulöschen, die die Erzlieferung überfallen. Und dazu kriege ich Lederhimantes. Das nehme ich. Gut. Dann wollen wir mal, oder? Jeden Tag passieren Erzwaggons Tanalan. Dabei kommt es häufig zu Zwischenfällen. Unsere Streckenarbeiter konnten weiter südlich keine Gleise verlegen, ohne dabei Feskas Ansicht zu zerstören. Also haben sich unsere Techniker einen Tunnel durch den Fels ausgedacht. Alles schön und gut, bis irgendein Volltrottel auf die Idee gekommen ist, ein Erzlager in dem verdammten Tunnel zu errichten und damit ideale Bedingungen für einen Unterschlupf von Kobalosse geschaffen hat. Und nun haben diese nach Erz gierenden Bestien in einem Tunnel, den wir gegraben haben, und wir liefern ihnen praktisch ihre Mahlzeiten frei Haus. Nun, ich werde nicht länger ein Diener dieser Bestien sein. Nimm diesen Silbererzklumpen mit dir zum Tunnel. Die Kobalosse hausen in einer schmalen Kluft, aber mit diesem Erz kannst du sie an die Oberfläche locken. Erschlage sie und kehre dann zu mir zurück. Okay. Schlüsselgegenstände. Schlüsselgegenstände kannst du benutzen, indem du das Ziel eines Auftrags anvisierst und dann das passende Icon im Fenster Schlüsselgegenstände auswählst. Wähle dann im Untermenü Benutzen aus. In Ordnung, wir werden es testen. Aber du musst doch zugeben, Salo. Magier steht mir. So. Tralalö, tralala. Und wie immer bin ich nachts unterwegs. Ich sollte vielleicht meine Streaming-Zeiten auf tagsüber legen. Also wir werden meistens nachts streamen.
Nein, Faustkämpfer ist für mich richtig. Ich bin kein Magier. Aber es hat ja nicht dazu gestehen. War da nicht noch irgendwas? Ich hab doch irgendwas gehört. Da. Das heißt, es kommt irgendwann noch wieder Tag? Hey! Wer hat dir das erlaubt? So, geht doch. Moment, wo muss ich denn hin? Da lang. Ach ja, stimmt, ich muss ja wieder da rein. Ajo. Ey, ihr Mistfliegen. So. Ey. Ah. Moment. Ah, Fate-Bereich. Ich bin im Fate-Bereich. Mal wieder. Okay, das ist cool. Die hat ein Kleidchen an. Hey, ich bin im Fate-Bereich. Wo sind die Viecher zum Faten? Ich weiß, das ist gerade nicht meine Aufgabe, aber wenn ich schon mal im Fate-Bereich bin, will ich auch ein paar Quirins kaputt machen. Hier ist es aber schön. Guckt mal, wie schön das aussieht. Saufnase. Okay. Hui. Alles gut im Westen. Guten Abend, du bist ja schon da. Hm, sehe keine. Egal. So, wo ist der Tunnel? Da sollte ich jetzt nicht runterspringen. Ich bin schon mal wo runtergesprungen. Das war nicht gesund. Bumm. Komm. Die steht mir gerade im Weg. Tatsächlich Eisenscheinsoldaten. So, dann gehen wir mal hier wieder den Gleisen entlang und hauen noch ein paar Ameisen. Ey, die ist ja schon kaputt. Wer hat dir das denn erlaubt? Ich finde das gut, dass du früher fertig bist. Mir willkommen. Ey, da wollte ich nicht. So lustig, wenn sie ihre Waffen zusammenklatscht. Ja, die ist cool, die Schildgröße. Aber die hat Level 17, mit der lege ich mich noch nicht an. Das könnte nicht gesund für mich ausgehen. Da muss ich noch ein Ticken stärker werden. Aber drüben auf der anderen Seite gibt es eine Schildkröte in Level 12. Damit kann ich mich bald angehen. Level 10. Jetzt kann ich mehr machen. Das wollte ich. Damit ich mir auch endlich mein Zimmer nehmen kann. Grün steht mir gut. Ich glaube, ich werde meine Klamotten in grün und in rot machen. So. Jetzt, wie war das jetzt? Da ist der schmale Riss. Zack. Ja, komm her, du hässliches Vieh. Du willst jetzt draufgehen. Peitschenhieb. Fertig? Gut. Weil ich Bock drauf hatte. Ich wollte einfach ein hübsches Outfit haben und das hat mir halt besser gefallen als diese komischen anderen Sachen. So. Weil nämlich ich hätte auch ein Out
Ich glaube, ich hätte sogar ein Outfit jetzt für den Charakter. So. Guck dir das mal an. Das sieht aus. Nee, danke schön. Ich bleib bei dem anderen. Das gefällt mir besser. Ich weiß doch, ich bin eine Tussi. Ich brauche schöne Klamotten. Es geht nicht anders. Jetzt demnächst werde ich mir ein Outfit holen, dann ist es egal. Nee, ich mag auch generell diese Freizügigkeit nicht so. Aber das finde ich jetzt eigentlich ganz süß. Ist auf jeden Fall. Also, der Hexenhut ist nicht mein ganz meins. Ja, den würde ich gerne unsichtbar machen. Aber ich habe das mit dem Unsichtbar machen noch nicht ganz geschnallt. Das grüne Outfit finde ich allerdings ganz süß, was sie da anhat. Auf jeden Fall besser als das, was jetzt im Moment besser wäre für sie. Aber es ist grün. Du weißt ja. Ich und grün. Ich liebe grün. Obwohl, das Outfit, was ich mir jetzt dann kaufen werde, ist tatsächlich nicht grün, sondern rot. Was ich dann drüber lege. Aber ich muss das halt erst alles jetzt erkunden, wie ich das mache, dass ich das einfach hier halte. Ah, okay, Moment. Charakter. Okay. Ah, guck mal, das sieht doch schon gleich viel besser aus. Jetzt finde ich mich süß. Das ist doch cool. Kopfteil ausblenden. Perfekt. Dankeschön, Salu. Nee, sie haben sechs. Oder? Warte mal. Nein, du hast recht, die haben nur vier Beine. Was ist denn mit den Ameisen falsch? Ich mache euch jetzt kaputt. Ihr habt nur vier Beine. Das ist überhaupt nicht anatomisch korrekt für eine Ameise. Ihr habt gefälligst sechs Beine zu haben. Da hat der Chat ganz dolle recht. Das geht mal gar nicht. Ja, wahrscheinlich. Oh, da steht noch irgendwas anderes rum. Ein Hammerschnabel. Komm her. Ich habe da irgendwas noch Neues freigeschaltet. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Cool. So. Hi, Warin. Gute Arbeit. Es wird nicht einfach sein, ihre Rückkehr in den Tunnel zu unterbinden, aber für eine Weile sollten die Waggons sicher sein. Diese Erzlieferungen sind die Lebensader von Uldas Wirtschaft. Jegliche Störung gefährdet nicht nur die Interessen von Amaginas Bergbau AG, sondern auch dem Wohlstand ganz Uldas. Manchmal frage ich mich, ob meine Vorgesetzten das realisieren, da uns hier zunehmend die Kräfte ausgehen. Den habe ich schon angekrabbelt. So. Yeah! Jetzt willst du zu Mena was von uns. Aber erst, um uns eine neue Waffe auszurüsten. Und ich wollte mal Notizbücher. Bestarium. Da habe ich nämlich auch schon einiges gemacht. Das habe ich. Das habe ich. Kaktoren habe ich noch nicht. Die habe ich noch nicht gesehen. Was habe ich? Bourbons. Wo kriege ich denn da das Geld für? Das weiß der Salu. Salu, wo muss ich denn da hin das abgeben? Bei Harmon oder wo wartet? Ich weiß es nicht. So, ich wollte ja die Waffe ausrüsten. Ohren, Ohren, Ohren. Nein, Waffe, 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 Waffe. Waffe. So. Ein bisschen mehr. Irgendwer schreibt mir gerade. Moment. Ich werde schon gefragt, ob ich nachher komme.
anderen Spiel. So, muss ich mir kurz. Ah, okay, das heißt, da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Umso besser. So, Susumeda möchte was von mir, hauptstory-technisch. Hallo, Susumeda. Jäger und Gejagte. Susumeda möchte jemanden, kennt jemanden, der Geleitschutz benötigt. Ah, ich erinnere mich. Da muss ich da gucken. Ah, du musst die Abenteurerin sein, von der in letzter Zeit alle reden. Du gleichst der Beschreibung aufs Haar. Dankeschön. Für eine furchtlose Draufgängerin wie dich hätte ich vielleicht etwas. In der Sildin-Ruinen, südwestlich von hier, ist man angeblich auf neue Silbererzvorkommen gestoßen. Das Beste aber, die Amachina Bergbau AG soll von der Sache noch keinen Wind bekommen haben. Momentan weiß nur der junge Unternehmer Wisten Bescheid. Ein redlicher Mann, der sich aus ärmlichen Verhältnissen emporgearbeitet hat und dem viele eine große Karriere prophezeien. Wer sich die Abbaurechte sichern kann, ist vermutlich ein gemachter Mann. Doch dieser Wisten ist nicht auf Profit aus, jedenfalls nicht seinem eigenen. Er plant eine Reform des ulthischen Handelswesens. Die Gesetze Uldas werden von der Priesterschaft Naltals erlassen, die der Sultana beratend zur Seite stehen. Wer den Orden großzügige Spenden zukommen lässt, kann sich daher einen nicht zu unterschätzenden Einfluss verschaffen. Momentan begünstigen die Handelsgesetze den reichen Unternehmen Lolorito, seines Zeichens Vorsitzender der Ostaldenat Handelsgesellschaft. Wisten hat vor, diese Ungerechtigkeit ein Ende zu bereiten. Das frage ich mich auch. Ich meine, ich hätte einen langen Schwanz. Aber ich will dir die Ohren nicht heißer reden, als sie durch deinen Wüstenspaziergang eh schon sind. Das stimmt. Wenn dich Wisterns Heeresvorhaben interessiert, solltest du einmal selbst mit ihm reden. Die Leute erzählen sich, dass er momentan einen Expeditionstrupp zusammenstellt, der die Erzvorkommen genauer unter die Lupe nehmen soll. Und zu dessen Schutz benötigt er noch ein paar Leibwächter. Von dir scheint dir selbst Varin eine hohe Meinung zu haben. Sicher würde Wisten dich mit Freuden einstellen. Und wer weiß, vielleicht springen ja sogar ein paar Silberklumpen extra für dich dabei heraus. Oh, ja. Gut. What the fuck? Was war das? Ah. Ui. So, jetzt muss ich mal gucken. Nein, das wollte ich nicht. Entschuldige. Nein, 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 nein. Oh, ich immer. So. Das wollte ich. Genau. Ups. Ups. Wieder hochhüpfen. Ups. Komm, lass mich da hochhüpfen. Ups. Ah, da kommt man nicht drüber. Schade, ich wollte jetzt drüber hüpfen. Lihups. Lihups. Ich habe das Hüpfen heute für mich entdeckt. So, ihr wollt doch alle verdroschen werden. Gebt's doch zu. Ich verdresche gerne Viecher. Ja, eigentlich schon, ne? Aber ich muss ja auch ein bisschen hüpfen. Alle hops, ich bin ein Katzi. Ich bin Hupfekatzi. Wie sieht denn das eigentlich von vorne aus? Hupf. Okay, ich hupfe ein bisschen seltsam. Ich mache mich zu einem dicken kleinen Föhrball. Hallo, Wistan. Den fand ich, glaube ich, das ist doch so ein Typ, den Matti lieben wird. Bist gekommen, um dich für den Geleitschutz zu melden? Das ist überaus freundlich von dir, aber leider bin ich schon fündig geworden. Die Messeklingen haben sich nämlich freiwillig für den Auftrag gemeldet. Sie sind bereits zusammen mit dem Expeditionstrupp zu den Ruinen aufgebrochen. Aber wo du schon einmal hier bist, könntest du mir vielleicht bei einer anderen Sache behilflich sein. Du sollst den Weg hierher schließlich nicht umsonst auf dich genommen haben. Ja, gell? Mir sind ein paar Kinder bis zum Würfel und Becher gefolgt, die jetzt draußen vor der Schenke darauf warten, dass ich mich um sie kümmere. Okay. Nun, wie du dir denken kannst, habe ich dafür momentan leider keine Zeit. Und außerdem ist diese Gegend wegen der vielen Monster kein Ort, an dem sich Kinder alleine aufhalten sollten. Wenn ich selbst nach draußen trete, habe ich sie mit Sicherheit sofort an Armen und Beinen klammern,
Aber auf eine unbeteiligte Person wie dich hören sie vielleicht. Gib jedem der Racker einen dieser Kekse und bitte sie, nach Hause zurückzukehren. Kannst du mir diesen Gefallen tun? Warum sind die Kinder um die Zeit noch nicht im Bett? Okay, dann gehe ich mal Kekse verteilen. So. Ei. Wartender Junge. Du kannst mich 12 Mal nach Hause schicken. Ich bleib trotzdem hier. Ich bin nämlich viel zu hungrig zum Laufen. Da ist ein Keks. Oh, ein Keks. Der ist aber süß. Hat Wisdom den selbst gebacken? Den muss ich sofort meiner Mama zeigen. Geh. Geh mit Gott, aber geh. Ich will, dass Wisdom rauskommt und mit uns spielt. Wenn Wisdom da ist, trauen sich die älteren Kinder nicht, uns zu ärgern. Ist ein Keks. Wisdom hat etwas sehr Wichtiges zu tun, sagst du? Na gut, dann gehe ich heute nach Hause. Aber morgen soll er wieder mit uns spielen. Sag ihm das bitte. Einen Abend, Mick. So, noch ein Kind gefüttert. Kinder füttern kann ich. Onkel Wisdom spielt immer mit uns. Heute bestimmt auch. Gell? Ja. Das kann ich. Ich kann es richtig gut. Kekse verteilen kann ich. Hier ist ein Keks. Ui, der Keks riecht ja super lecker. Mein Bruder wird grün und blau vor Neid, wenn er den sieht. Hehe, den werde ich ihm sofort unter die Nase halten. Nettes Kind. Und noch ein Bub. Was willst du von mir? Ihr Erwachsene interessiert euch doch sowieso nicht für uns. Der Einzige, der nett zu uns ist, ist Onkel Wistan. Bevor der nicht rauskommt, gehe ich nirgendwo hin. Ist ein Keks. Boah, der sieht aber lecker aus. Der ist für mich? Von Onkel Wistan? Danke. Sag Wistan bitte, dass er sich keine Sorgen zu machen braucht. Ich werde sofort nach Hause zurückkehren. Oh ja, Ibu ist gut. So, ich habe Kekse verteilt. Jetzt muss ich wieder zu Wistan. Jetzt muss ich mir mal umgucken. Ich habe nämlich so ein Gefühl. Nein, okay. Hallo, bis dann. Der ist doch voll Mettis Jagdgebiet, der Typ. Die Kinder sind alle zurückgekehrt? Da fällt mir aber ein Stein von Herzen. Vielen Dank. Ich kann die Kleinen sehr gut verstehen. Auch ich komme aus ärmlichen Verhältnissen und hatte in ihrem Alter nichts zu tun. Für Schule und Ausbildung fehlten meinen Eltern das Geld. Und wo ich auch aufkreuzte, wurde ich fortgejagt. Doch ich bin guter Dinge, dass wir eine bessere Welt für die Kinder schaffen können. Und genau das ist mein Ziel als Geschäftsmann. Ich werde Arbeitsplätze schaffen, die den armen Würmern und ihren Familien eine Zukunftsperspektive bieten. Nobles Ziel. Ja, genau das hatte ich. Denk nur daran, was alles möglich wäre, wenn ich die Abbaurechte für die Silbererzvorkommen besäße. Abbau, Veredelung und Weiterverarbeitung. Die Möglichkeiten für Beschäftigungsfelder sind schier unbegrenzt. Das könnte der Ausweg aus ihrer Armut sein. Da ich kein Mitglied der Ostaldenat Handelsgesellschaft bin, wäre ich auch nicht an deren Preisdiktatur gebunden und könnte meine Waren billiger feilbieten. Damit wäre der Erfolg schon so gut wie garantiert. Ja, kein Wunder, dass dir jeder irgendwie dagegen treten will oder in Steine in den Weg schmeißen. Das ist ein sehr nobles Ziel. Handelspolitik, die nur den Reichen nützt, widert mich an. Jeder Beteiligte sollte die Früchte seiner harten Arbeit genießen dürfen. Werter Wistan, der Expeditionstrupp ist auf extrem reiche Erzvorkommen gestoßen. Das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Ihr werdet euren Augen nicht trauen. Ist denn so, welch frohe Kunde. Bitte, führt mich direkt zu ihnen. Und du solltest dir diese geschichtsträchtigen Moment ebenfalls nicht entgehen lassen. Werde Zeuge, wie wir den Handel in Tanalan revolutionieren. Du findest uns bei den Sildi-Ruinen. Sildi. Okay. Ich weiß aber, dass ich da, glaube ich, ein höheres Level brauche bei den Sildi-Ruinen. Das kommt mir so bekannt vor. Das ist mit Sicherheit eine Falle. Ich werde jetzt aber erstmal nach Ulda zurückkehren, weil ich nämlich jetzt Level 10 bin und ich glaube, dass ich es mit deinem Zimmer nehmen kann. Weil ich wollte was testen. Klamotten testen! Ich bin scharf auf Klamotten testen. Und dann gehe ich zu der Ruine.
Die muss ja eh da lang sein. Oh, guck mal. Das sind schon wieder diese komischen Ameisen. Ich krieg den in den Hintern. Ich krieg den in den Hintern. Achso, das schalte ich mit der Hauptquest frei. Das heißt, ich muss noch weiter die Hauptquest machen. Gut, dann mache ich mal weiter Hauptquest. Ist auch recht. Mistwegenwolke! Zack. Was, du lebst noch? Was ist denn passiert? So, bis dann aufsuchen. Da muss ich da lang. Genau, da unten ist das nämlich. Aber ich meine, dass mein Level noch zu nieder dafür ist. Guckst du da jetzt runter? Das wird wehtun. Nein, ich gehe da hinten lang. Huh! Alter, erschreck mich nicht so. Ja, du fliegst da einfach runter. Und guck, 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 jetzt hast du dir ordentlich Lebenspunkte versaut. Ich gehe da hinten lang. Ich bin doch nicht narrisch. Obwohl doch. Nein, tue ich nicht. Aber siehst du, wie ich wusste, dass du schon wieder um mich rumschlappst. Ich finde das süß. Ich habe meinen eigenen Beschützerschatten. Ach so, okay, ja dann. I believe can fly. Bam. Und ordentlich auf die Fresse fallen. Ui. Dankeschön. Ach, da ist ein Kaktor. Ich dachte, das ist ein Kaktor, den ich jetzt verkloppen kann. Grabräuber springen. Komm her. Mach alles blahat. Mach alles blahat. Bin stolz drauf. Mach alles blahat. Quest, die jetzt gleich dann anfängt, dass ich dann ein höheres Level brauche. Ich habe nämlich mal gemacht mit einem anderen Charakter. Und das war dann nicht ganz gesund für mich. Jetzt gucke ich mir das erstmal an. Dann muss ich wahrscheinlich nochmal leveln gehen. Ja, ich konnte sie annehmen, aber wie gesagt, ich hatte ein relativ niedriges Level zu der Zeit und habe es dann fast nicht geschafft. Ich glaube, ich hatte es auch dann mal nicht geschafft. So, das gehe ich mir jetzt mal kurz angucken. Hey, wo ist dann? Da eben Stufe 13. Das mache ich jetzt noch nicht. Ich mache erst Stufe 13. Das sollte ja kein Problem sein. Die Viecher spawnen hier ja immer wieder. Da sag ich doch. Ja, aber da steht Stufe 13 drunter, dass die empfohlen wird. Was habe ich jetzt da gemacht? Ach, die fliegen. Hast du das da nicht gelesen? Da lesen. Da, geht zu Wistern. Und da steht Stufe 13. Achso, das Maximum. Ja, aber es ist halt trotzdem praktischer, wenn man etwas stärker ist. Ich glaube sowieso gerne. Also, bei Final Fantasy, früher wollte man Story spielen und jetzt bin ich einfach froh, wenn ich eben etwas leveln kann. Süß! Haben die eigentlich auch ein Gesicht? Ah ja, da! Man kann das auch als Reittier haben, das Viech habe ich gesehen, aber nein, das kann ich dann doch wieder nicht haben.
Planetarium bin ich ja am Durcharbeiten. Mal wieder gucken, was ich denn hier noch zu tun habe. Die Kaktoren, die habe ich noch nicht gefunden. Das habe ich alles schon erledigt. Orobons. Die muss ich noch suchen. Mistener Bussard. Grabräuberspringern habe ich jetzt. Goblinräuber. Sandkröte. Die Peisten sind anstrengend, das weiß ich noch. Sonnenmückenschwarm, Molch. Ja. Das kriegen wir alles hin. Muss ich die hier bloß dann erstmal finden. Das bist du schon tot, da kann ich noch so dran oft draufhauen. Ich finde das so gut, dass die Viecher dauernd wieder spawnen. Ah, du bist ja auch schon tot. Ich will immer noch mal draufhauen. Ah, geht doch. Kann ich jetzt nicht? Ist das jetzt kaputt? Ah, das ist kaputt. Meine Hauptquest, bei meinem anderen Charakter hatte ich Level 15. Ich vergesse, worüber ich gesprochen habe. Also, ich habe jetzt nachgeguckt, die Sparkes Ramirez, die ich eben mal letztes Jahr getestet habe, die hatte eben 15. Aber ich werde mich jetzt trotzdem noch gleich rein wagen. Mit Stufe 11, glaube ich, ist das eigentlich ganz gut. Immer mal raus hat, wie das hier funktioniert mit diesen Faustkämpferregeln, geht es tatsächlich ganz gut. Man muss halt immer wissen, dass man die drei Knöpfe, beziehungsweise vier Knöpfe, nacheinander machen muss. Dann geht es besser. Später kommen dann auch noch so Aufgaben, füge dem Viech irgendwie so und so viel zu. Ja, das funktioniert sowieso nicht ganz direkt mit dem Level, sondern das ist storygebunden, weil ich hatte damals Level 15 schon erreicht, konnte aber noch nicht reisen. Weil hier das Story noch nicht so weit war. So. Wollen wir es probieren? Was für eine Frage, wir machen es einfach. So, bis dann. Hey, hi. Ja, wir machen das jetzt. Nee, ich bin immer Faustkämpfer. Du Narr, hast du allen Ernstes geglaubt, die Sildur-Ruinen würden immer noch Erzvorkommen beherbergen? Hier ist seit Jahrzehnten nichts mehr zu holen. Aber was erzähle ich das einem ungebildeten Emporkömmling wie dir, reine Zeitverschwendung? Ja, Metatruide, genau. Jetzt wirst du für deine unverfrorene Dreistigkeit, den Skorpiokreis umgehen zu wollen, büßen. Skorpiokreis, sagst du? Dann ist es also Loloritos Werk? Sprich dein letztes Gebet! Das gilt auch für dich, elende Kollaborateurin! Ach, ich hasse dieses Wort.
Niemand stellt sich Lord Lolorito ungestraft in den Weg. Gott, bin ich niedlich. Sorry, aber ich singe aber nicht. Die Farbe steht mir echt gut. Zürnende Stimmen der Schöpfung, erfülle deine Steine mit deiner Seele und erwecke sie in deinem Angesicht zum Leben. Bei Limsa ist das was anderes, aber die Hauptquest ist erst auf Stufe. Wer spricht da? Zeig dich, du Feigling! Vertrag nicht die Rede. Will Lolorito uns etwa gleich mit aus dem Weg räumen? Verdammt, nichts wie weg hier, Männer! Okay. Ein Steinballmonster. Besiege den Lehmgolem. Was sollte ich tun? Ja. Oh, verdammte Hagel. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Sollte vielleicht auch drauf klatschen. Ich springe um das Viech rum und mache nichts. Du bist stark, aber nicht stark genug, um dem hier zu widerstehen. Dass du mich mal kannst, mein Freund. Dass der Golem besiegt werden konnte. Diese Frau ist keine gewöhnliche Abenteurerin. Nein, ich habe Katzenohren. Ich bin ein süßes kleines Kätzchen. Das wollen wir nur mal hier so festhalten. Ich habe kurze Haare und bin niedlich. Hallo. Verdammt, er ist mir entwischt. Ah, du schon wieder. Wo eine Helde gebraucht wird, muss man nach dir nicht lange suchen, wie es scheint. Nein, das war nicht schwer. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich Level 8. Oh, ich habe schon wieder Kopfschmerzen. Dass einem Dichter wie mir verschlägt es in Gegenwart eurer unermesslichen Schönheit die Sprache, meine Teuersten. Ihr seid wie lieblich duftende Blumen, die dieser kargen Wüste in eine zauberhafte Oase verwandeln und zu verweilen einladen. Alle Tänzerinnen Uldas zusammen könnten sich mit eurer Anmut nicht messen. Kotzwirkschleib! Wo hast du denn so gut Süßholzraspeln gelernt, mein Lieber? Ich kann gar nicht anders, meine Teuersten. Eure Magie entreißt meiner Brust die Worte, bevor ich überhaupt den Hauch einer Chance habe, sie mir auf der Zunge zurechtzulegen. O Wildrosen-Tanerlans. Es soll schon wieder eine Karawane von Al-Malcha überfallen worden sein. Ich sag's dir, das nimmt überhand in letzter Zeit. Einige Routen sind angeblich schon komplett gesperrt. Vermutlich wieder ein Kristallraub. Die Amalja verhalten sich in letzter Zeit in der Tat auffälliger, als es einem lieb sein kann. Ob sie ernsthaft glauben, ihren Primé beschwören zu können? Primae? Primé? Was
was machst du für ein betrübtes Gesicht? Bist du uns schon etwa überdrüssig? Oder hast du es etwa mit der Angst zu bekommen? Fühlst du dich nicht manns genug, es mit uns beiden aufzunehmen? Ich weiß, dass du brauchst ein kühles Getränk im Treibsand, das dir etwas Mut einflößt. Mitnichten, meine Liebe. Ihr wisst doch, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Und ich wollte mir diesen Anblick auf keinen Fall entgehen lassen. Warum gehen wir nicht gleich zu euch, statt erst in den Treibsand? Jede Sekunde in eurer Nähe ist viel zu kostbar, als sie in muffigen Schankstuben zu vergeuden. Okay, Junge. Prima, danke. Jetzt echt die beiden Weiber flachgelegt. Wenn das so weitergeht, ist Getreide bald wertvoller als Gold. Glaubt man den Händlern, kommt es überall zu Missernten. Haben wir das ebenfalls dir zu verdanken? Guck mal, eine Corona-Kapsel! Die Ätherströme werden täglich schwächer. Und die Primae erstarken. Doch wir dürfen die Verzweiflung nicht siegen lassen. Noch gibt es Hoffnung. Wir müssen uns an diese Hoffnung klammern und bis zum Letzten kämpfen. Achso, ich wollte gerade sagen, was hat denn der da jetzt auf dem Kopf? Shalayanas Technologie ist höchst beeindruckend. Mir ist, als könnte ich den Äther greifen. Ich habe hier schon zu viel Zeit vergeudet. Der Bund der Morgenröte braucht mich. Ich sollte zum Sonnenwind zurückkehren. Verwirbelungen des Äthers. Sie sind noch nicht alt. Der Baum des Sultans. Vielleicht weiß Papa Schan mehr. Euch ist ja ganz schön übel zugesetzt worden. Kannst du aufstehen? Ich bin's. Unser Vogel ist mir leider entwischt. Der General? In Ordnung. Wo ist der Knopf, den er da im Ohr hat? Und nun zu dir, meine Gute. Unsere Wege scheinen sich immer wieder zu kreuzen. Ist das nur Zufall? Ich kann dir nur raten, Vorsicht walten zu lassen. Der Hinterhalt, den du vereitelt hast, trug die Handschrift des Scorpio-Kreises. Die Gegner der Sultane werden Tag für Tag dreister. Vermutlich haben sie einen starken Verbündeten gefunden. Hab vielen Dank. Und dich hätten wir vermutlich alle ins Gras gebissen. Diese hinterhältigen Halunken. Hinterhältigen. Wenn es nicht so viel verlangt ist, würde ich dich gerne noch einmal um Hilfe bitten. Doch hier ist es zu gefährlich. Triff mich im Würfel und Becher. Da können wir in Ruhe reden. Keine Angst. Ich passe auf, dass den armen Kerlen nicht wieder etwas passiert. Sollten mir schließlich noch ein paar Fragen beantworten. Oh, doch entschuldige, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Tankred. Oder Tankred? Tankred. Ich sage es Tankred. Ich bin ein einfacher Gelehrter, der die Ätherströme in Tanalan untersucht. Du bist kein einfacher Gelehrter, mein Freund. Du bist ein Weiberheld. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Keiner will wissen, wie ich heiße. So eine Sauerei. Oder haben wir uns vielleicht gar... Na,
Aber nein, das kann nicht sein. Nun denn, gehab dich wohl. Okay, wenigstens etwas. So. Jetzt muss ich wieder zum Wistan. Einfach hau ich dich. Du stehst mir gerade im Weg. So. Da ist mein Schatten wieder da oben. Ich sehe ihn. Du brauchst mir nicht helfen. Ich kann das selber. Ich bin eine kleine, starke Mietekatze. Bitte, Mietekatze. Aber ich find's witzig. Einen Schatten zu haben, finde ich sehr lustig. Ich hatte noch nie einen Schatten in einem Spiel. Also ich habe nur generell einen Schatten, aber das ist eine andere Geschichte. So. Gut, dann gehen wir wieder mit Wistan sprechen. Wo? Oh, danke, danke. Oh, da ist das fette Schokobo! Das ist so cool! Das fette Schokobo ist so cool. Fantasy is an RPG. The only one I need is this RPG for me. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr angehört, das Lied. So, den Weg habe ich vorhin gesucht. Ich wollte ja nicht einfach runterspringen. Aber gut, das nächste Mal weiß ich wieder mehr Bescheid. So, hallo Wistan. Vielen Dank, meine Freundin. Du hast uns allen das Leben gerettet. Ich hätte stutzig werden sollen, als die Messiklingen mir ihre Hilfe anboten. Sie stehen die meisten von ihnen auf der Gehaltsliste dieses elenden Loloritos. Der schreckt wahrlich vor nichts zurück. Einem einfachen, mittellosen Geschäftsmann wie mir aufzulauern, der nichts als das Wohl seiner Mitbürger im Sinn hat. Ja, du hast halt gute Ideen und der andere will halt Geld. Das ist halt immer so ein Problem. Doch Lolorito interessiert anscheinend nur eines, sein Profit, habe ich doch gerade gesagt. Selbst den Tod seiner eigenen Handlanger nahm er dafür billigend in Kauf. Ich fürchte, meine Zeit hier in Ulda ist abgelaufen. Mit solch diabolischen Mächten kann ich mich nicht messen. Und auch du stehst jetzt vermutlich auf Loloritos Abschussliste. Schließlich habe ich dich in diese Sache mit reingezogen. Das tut mir am meisten leid. Ich fürchte, ich kann nicht viel für dich tun, außer zu Naltal zu beten. Aber Momodi im Treibsand hat ein großes Herz für Abenteurer. Auch für die Verflechtungen vom Skorpio-Kreis und Messeklingen ist sie vermutlich besser im Bilde als ich. Ja, du solltest Momodi aufsuchen. Und das lieber heute als morgen. Vielleicht hat der Kreis schon seine Häscher auf dich angesetzt. Ich für meinen Teil werde sehen, dass ich Land gewinne. Mögen die 12 dich schützen, meine Liebe. Und wupsch, da war er weg. Und jetzt muss ich zu Momodi. Also gehen wir wieder da lang. Da ist mein Schatten. Yay, wir gehen nach Ulda. Wir kloppen ein paar Viecher unterwegs, weil wir es können. Bestienblutabpulle. Cool. Oh, ich bin neidisch. Diesen schönen Chocobo an, den der da reitet. Irgendwann habe ich auch meinen eigenen Chocobo. Endlich spiele ich Final Fantasy 14 richtig. Das kann mir nichts mehr aufhalten. Ah, ein Tandem. Das ist der Tandem-Chocobo. Ah, verstehe. Ich will ja das hier kloppen. Ich will das hier kloppen.
So. Die Viecher müsste ich jetzt ja eigentlich, da sie ja nur Stufe 1 sind, mit einem Schlag kaputt machen. Sag ich doch. Der Salo, der hat so einiges, habe ich gestern erfahren. Ich finde das so witzig, wie langsam das Viech laufen kann. Ich würde die ganze Zeit nur rumrasen. Da ist das Viech abgehauen. Huch! Jetzt will mein Handy was von mir. Hab jetzt aber keine Zeit für mein Handy. Nö, 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 nö. Ich bin am Spielen. Klingt bescheuert, ist aber so. Ach ja, ich finde das schön. Hey, wir haben wieder Tag. Mal so nebenbei bemerkt. Da ist er ja wieder. Modi, hallo Modi. Hallo Modi. Hi. Hallo Koraphei. Ich habe gehört, was an den Sildi-Ruinen vorgefallen ist. Schrecklich. Ein Glück, dass dir nichts passiert ist. Der arme Wistern hat den Zorn von Leuten auf sich gezogen, für die Skrupel ein Fremdwort ist. Und Lolorito, der Vorsitzende der Ostaldenat-Handelsgesellschaft, ist einer der mächtigsten von ihnen. Allein mit Fleiß hat der sich seinen Sitz im Skorpio-Preis sicher, ganz sicher nicht erkämpft. Wer dem in die Quere kommt, landet schnell auf der Liste vermisster Personen. Wistern kann sich glücklich schätzen, dich an seiner Seite gehabt zu haben. Die Messeklingen sind zu einer Art Privatpolizei des Skorpio-Kreises verkommen, der mit lebensverachtender Willkür über sie gebietet. Dass Lolorito seine eigenen Männer bedenkenlos in Gefahr brachte, spricht Bände. Aber bekomm bitte keinen falschen Eindruck von Ulda. Eigentlich ist es eine herzliche Stadt, deren Bewohner lebensfroh, aber eben auch sehr ehrgeizig sind. Dessen solltest du dir bewusst sein, wenn du deine Nase in andere Leute Angelegenheiten steckst. Redlichkeit wird hier nicht immer als eine Tugend angesehen. Das sollte dich aber nicht davon abhalten, weiterhin so gute Werke zu tun. Schau jetzt aber sicherheitshalber öfter mal über deine Schulter. Du bist zwar eher zufällig in die Sache verstrickt worden, aber es kann nicht schaden, Loloritos Aktivitäten im Blick zu haben. Wenn du ihn nicht öffentlich brüskierst, brauchst du dir sicher keine Sorgen zu machen. Oh, ich werde den sowas von öffentlich brüskieren. Das weiß ich jetzt schon, dass ich den öffentlich brüskieren werde. Ich werde dem wahrscheinlich irgendwie auf der Straße begegnen, Finger so unten dran halten und so, du. Einfach nur, weil. Erst einmal solltest du dich von den zurückgelegenen Strapazen erholen. Und welcher Ort wäre geeigneter dafür als der Treibsand, der mit der Sanduhr eine der schönsten Unterkünfte ganz Eoseas beherbergt. Ich werde dafür sorgen, dass man dir dort von nun an ein Zimmer zur Verfügung stellt. Yeah! Als Abenteurerin ist dein Körper schließlich dein Kapital. Also solltest du dafür sorgen, immer schön ausgeruht zu sein. Utopa Potopa am Tresen der Sanduhr kann dir alles Weitere zu den Dienstleistungen der Herberge erklären. Außerdem möchte ich dir noch ein neues Betätigungsfeld vorstellen. Schließlich hast du deine Qualifikation bereits zu Genüge unter Beweis gestellt. Schon mal von den Gildenfreibriefen gehört? Dabei handelt es sich um spezielle Aufträge, die die Abenteurergilde vergibt. Für die Vergabe von Freibriefen ist Eustace. Ja, ich weiß nicht, wie ich dich jetzt ausspreche.
Ich weiß, dass der ursprüngliche Name Eustachius ist. Ich nenne dich einfach Eustache. Zuständig. Über Verstärkung in Form einer kompetenten Abenteurerin wie dir würde er sich sicher sehr freuen. Freibriefe sind nun verfügbar. Und ich kriege Heiltränke und habe einen Auftrag abgeschlossen. Und bin niedlich. Dir stehen ab sofort Inhaltsempfehlungen zur Verfügung. Diese empfehlen dir je nach Stufe, Klasse und aktueller Region Inhalte, die du spielen kannst. Du kannst die Inhaltsempfehlungen über das Hauptmenü aufrufen. Sie werden dir außerdem beim nächsten Einloggen angezeigt. Nutze die Empfehlungen für ein noch größeres Abenteuervergnügen. Yay. Ich will mir jetzt ein Zimmer nehmen. Da. Weil ich wollte da was austesten. Hi. Komm nur rein. Willkommen in der Sanduhr. Was kann ich für dich tun? Ich will ein Gästezimmer beziehen. Bitte, sehr gerne. Fühl dich ganz wie zu Hause. Weil ich nämlich weiß, dass man da jetzt Klamotten anprobieren kann. Und das möchte ich austesten. Reisetagebuch, gemachtes Bett, Kosmetika-Klingel. Ui. Crema-Klingel. Spielkiste, Projektionskommode, nein, Kostbarkeitenkabinett, da will ich mal rein. Projektionen sind noch nicht freigeschaltet, okay? Nein? Du kannst noch keinen Gehilfen anstellen und daher auch keinen herbeirufen. Ja, scheint so. Crema-Klingeln kannst du einen Gehilfen herbeirufen, der für dich arbeitet. Gehilfen sind hilfreiche NPCs, die Spieler anheuern können, um Gegenstände und Gil aufzubewahren oder Gegenstände zum Verkauf auf dem Markt zu platzieren. Sobald du die Erlaubnis erhalten hast, einen Gehilfen anzuheuern, kannst du mit Parnell in Grindia, Fütwip in Limsa Limosa oder Chachabi in Ulda sprechen, um einen Arbeitsvertrag aufzusetzen. Okay, gut. Ich hätte ja gerne Klamotten anprobiert. Aber das geht anscheinend noch nicht. Muss ich erst alles irgendwie freischalten? Ausrüstung im Kabinett tragen. Erlegen. Auf dem Bett. Okay. Bestimmte Gegenstände am Gäste aufbewahren. Dazu 10 Shop-Ausrüstung. Aha. Bonusgeschenke vom Entwicklerteam. Aha. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Dankeschön. Jetzt kann ich endlich die Klamotten anprobieren. Ja! Das wollte ich nämlich schon immer mal machen. Oh Gott, ist die putzig, wenn die sich ins Bett legt. Weil ich nämlich dann bestimmte Sachen ausprobieren wollte. Das stimmt. Obwohl ich ja schon weiß, was ich ausprobieren möchte. Aber ich weiß nicht, wie das heißt. Muss ich da zum Online-Store wechseln? Wir gehen mal dahin. Nein, das wollte ich nicht ausprobieren. Dann dauert es ewig. Aha. Nein. So. Ah, das geht nicht. Ah, das war das. Da wollte ich die Schuhe beholen. Also von dem Sitz, weil ich das nämlich so richtig cool finde. Da wollte ich nur die Stiefel haben. So. Genau. Was ist das? Ah, okay. Ei. Aha.
Das ist ja auch süß. Das geht nicht. Das geht. Das kann ich nicht anlegen, okay. So, da wollte ich nämlich das Oberteil haben. Also das obere Teil, nur die Schuhe möchte ich von dem anderen Set haben. Weil die finde ich etwas blöd. Aber die sehen doch, das sieht doch gut an mir aus. Gefällt mir. Das hat auch was. Ah, das ist männlich. Dieses. Das ist auch nichts für mich. Das sieht ja auch cool an mir aus mit der Sonnenbrille. Okay. Das geht hier nicht. Aha. Ich finde das lustig, wenn da immer so, nö, geht nicht. So würde das bei mir aussehen. Okay. Die vier Kostüme sind so. Da sehe ich jetzt was? Fettes Loch sehe ich da irgendwo. Oder gibt's noch ein zweites? Nee, gibt's nicht. Was sehe ich da jetzt? Was ist da so toll dran? Hinten? Also außer, dass ich einen schönen Rücken habe. Aha. Oh! Okay. Okay. Nein. Nein, da wollte ich hin. Das ist auch süß. Das geht nicht. Das geht. Ui. Boah, ich könnte sogar die männliche Schuluniform anhaben. Die weibliche ist süß. Das geht nicht, aber Bergsteiger geht. Das hat was. Also wenn ich mal irgendwo tanzen gehen will. Ich mag Dirndl. Was hat denn das mit einem Pfau zu... Ah, jetzt verstehe ich, was mit einem Pfau zu tun hat. Oh mein Gott! Ich wollte schon immer eine Elfe sein. Okay, es ist eine Fee. Ach, das ist nur der Stab da hinten. Okay. Das geht nicht. Also das macht mich jetzt mal gar nicht an. Obwohl, die Schuhe finde ich cool. Aber nur wegen den Schuhen. Das geht wieder nichts. Oh, Alter. Der Schlitz ist hoch. Der Rücken ist schön. Schuljungenkostüm, Schulmädchenkostüm. Das ist süß. Ja, das sage ich jetzt dauernd. Das ist süß, das ist süß, das ist süß. Ich finde den Kopfschmuck auch putzig. Märchenprinzessin. Nein. Nein. Das finde ich wieder cool. Ich würde aber nur die Flügel wollen. Nee, das steht mir nicht. Kann ich nicht ansetzen, was für Männer ist. Ah, das hatte ich auch überlegt für sie. Weil ich das auch ziemlich cool finde für Coraphe. Ja, leider. Also das steht auch auf meiner Liste. Das ist schon mega geil. Ich weiß aber nicht mehr. Ich glaube, das kann man einfärben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das ist schon... Oh.
und das gefällt mir schon ziemlich gut. Ah, das war das. Das gibt es in 3 Farben. Noch in Gelb und Rot. Gelb. Rot. Kapunzel! Herren, Damen. Ich frage mich, wie man mit so viel Stoff kämpfen soll. Ah, das sind jetzt wieder Waffen. Noch mehr Sensen. Sensen, Sensen, Sensen. Damit kann ich mir schon wieder vorstellen, dass man kämpft. Das hat auf jeden Fall genug Schlitze, dass man kämpfen kann. Das schreit nach Matti. Das schreit nach Matti. Samse. Na, Samse halt. Äxte. Schwerter. Druidenstöckes. Ritterherz. Astabbrecher. Herrenkleider, Damenkleider. Jetzt fühle ich mich verkleidet. Irgendwas wollte ich noch hinzuwenden. Was haben wir hier? Ah, das sind andere Sachen. Okay. Valentin. Was ist das? Akazie. Ah, das kann ich wieder nicht anziehen. Dankeschön. Damen. Rosen. Ah, das war das Zeug. Ich erinnere mich. Ich will immer das Herrenzeug angucken, falls wir das noch nicht mitgekriegt haben. Aha. Nee. Das ist nicht so. Also, ich tendiere momentan zu diesem Kostümset. Wenn ich jetzt wieder wüsste, wie es heißt. Ist das? Nein, das war's nicht. Das war's auch nicht. Moment, wer war denn das dann? Das war's auch nicht. Das war's auch nicht. War es das? Nein, das war es mit Sicherheit nicht. Dann war es weiter oben. Die letzten beide? Okay. Ja, 10 weiß ich. Was war denn das jetzt? Das muss irgendwo hier dazwischen gewesen sein. Das da. Also zu dem tendiere ich ganz stark gerade. Bis auf die Schuhe. Aber die Schuhe hole ich mir von einem anderen Set. Nämlich von... Ich glaube, das da. Genau, da hole ich mir die Schuhe raus. Weil die finde ich cool. So, und du willst jetzt hier die letzten 2 Einträge haben. Natürlich. Titus kriege ich wahrscheinlich nicht an. Hier, Juna. Ach, Titus würde ich gerne anziehen, ne? So, wen haben wir hier? Lightning. Snow kann ich mit Sicherheit nicht anziehen. Nein, natürlich nicht. Sternenlichtfest. Och, das ist ja süß. Aber das ist halt Weihnachten. Fest der Wiedergeburt. Ah, das sind Ohrringe. Ah, okay. Jagdmond. Das sind auch Ohrringe. Ah, das ist Weihnachten. Quatsch, Halloween. Woohoo! Also Halloween wird geil. Da sind wir uns doch alle einig. Sparkus rennt als Halloween in Halloween irgendwie rum. Wolf ist geil. Wiedergeburt. Ah, das waren die Ohrringe. Ostern noch. Na komm, ein Hühnchen. Das ist wiederum cool. Das ist richtig cool. Ja, ist recht. Nur die Stiefel? Ah, das sind nur die Stiefel, okay. Nein. Wollte da noch was machen. Ich wollte mal gucken, das da. Oh, wenn dann immer nicht dieses... Ah, R2 ausblenden. Ah, jetzt haben wir das geschnallt. Cool. Ja, das wäre richtig cool gewesen. Singdrossel. Ich bin so eine Singdrossel. Das ist Männer. Dann hier ist nochmal Damen. Ein Zwickern. Okay. Das hat doch was.
das sind die Halsketten und die Ohrringe. Die hatte ich mir überlegt. Irgendwo muss noch... Ah, da oben ist die Blumenkrone, wollte ich noch gucken, wie die an ihr aussieht. Herrlichst. Also ich glaube, ich muss sehr viel einkaufen. Ich merke es jetzt schon. Und dann muss Salu mir erklären, wie ich das alles anziehe. So, das wollte ich machen. Jetzt bin ich schon zufrieden. Hier wieder rausgehen. So. Ich wollte nur mal die Klamotten ausprobieren. Und ihr musstet jetzt mit. Einfach aus Prinzip. So. Was stellen wir denn jetzt an? Ein paar Minütchen habe ich noch. Okay, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. So, wo muss ich denn jetzt hin? Sanduhr. Ach, das war ja wieder... Momodi hat ja wieder was für uns. Hallo, Momodi. Momodi möchte dir jemanden vorstellen. Oh, hallo, Koraphe. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Sag nicht, dass du dich gerade langweilst. Dann hätte ich nämlich eventuell etwas für dich... mit dem du dir deine Zeit vertreiben kannst. Dein potenzieller Auftraggeber ist der Juwelier Dadanen, der seine Zelte in der Siedlung Horizont aufgeschlagen hat. Dadanen ist Haus- und Hoflieferant für die Reichen und Adligen in Ulda. Da lassen sie sicherlich ein paar schnelle Gilden verdienen. Wenn du Interesse hast, solltest du einfach mal mit ihm reden. Die Siedlung findest du, wenn du Ulda durch das neue Sultanat-Tor verlässt und am Skorpionentreff rechts abbiegst. Überquere die Brücke und halte dich in nördlicher Richtung. Der Besuch könnte sich auch so lohnen, denn Dadanen ist für gewöhnlich recht gut informiert. Vielleicht weiß er ja sogar etwas zum Verbleib des Schatzes der Ach, das tut jetzt nichts zur Sache. Wenn du über das nötige Kleingeld verfügst, kannst du den Weg bis Horizont auch auf dem Rücken eines Linienchocobos zurücklegen. Ein Chocobo-Verleih befindet sich praktischerweise direkt hier vor dem Treibsand. Sprich mit Mimigun, wenn du die Dienste eines der gefiederten Reittiere in Anspruch nehmen möchtest. So oder so, Hals- und Beinbruch, meine Liebe. Gut, aber wir laufen das. Einfach aus Prinzip. Guck mal, der hat die Klamotten an, die ich nicht anziehen will. Hier stehen überall Leute rum. Oh, da wollte ich jetzt gar nicht raus. Ah, die blauen Quests darf ich doch auch annehmen, ne? Das ist auch so. Das könnte ich auch machen. So, das neue Sultanat-Tor müsste, glaube ich, hier irgendwo sein. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, genau. Ich glaube, die darf ich auch machen. Die Klassenquests. Vielleicht hätte ich das Ding gleich mitnehmen sollen. Ich nehme es, glaube ich, gleich mit. Falls das irgendwann mal hier geladen hat. Lade, lade, lade. Heute noch. Ich nehme die Klassenquest mit. Klassenquest darf ich ja mitnehmen. Für diese Klasse. Ja, ich weiß. So, Klassenquest mitnehmen. Habe ich dich schon berührt? Ah ja, die habe ich schon berührt. Gut, aber ich muss mal irgendwann mal alle Stadt-Iteriten anfassen. Ankrapscheln. Krapschel, krapschel, krapschel. So, ey, Eustach. Eustach im Treibsand sucht arbeitswillige Abenteuerinnen und Abenteuer für Gildenfreibriefe. Meisterin Momodi hat mir schon erzählt, dass du für ein fleißiges Bienchen du bist. Und jetzt bist du hier, um dich an den Gildenfreibriefen unserer Gemeinde zu versuchen.
Wie du vielleicht schon weißt, vermittelt die Abenteurergilde Hilfsgesuche von Bürgern an tüchtige Abenteurerinnen. Das ist keine Klassenquest. Darf ich die nicht machen? Es gibt verschiedene Aufträge, zum Beispiel Gefechts- und Fertigkeitserlasse. Sie sind eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich einen Namen als furchtlose Abenteurerin zu machen. Wenn du dir nicht zu schade dafür bist, dann sprich doch mal mit Totonova im Horizont. Sie wird dir einen Gildenfreibrief ausstellen. Gut. Ja, das muss ich Matti nochmal fragen. Die ist nicht zufällig da. Matti, bist du da? Darf ich blaue Quests machen? Ich habe jetzt eine angenommen, die muss ich jetzt fast machen. Sonst ist die da ewig an der Seite beppend. Na, jetzt gucken wir mal. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit dem anderen Charakter gespielt habe, da hatte ich da die ganze Seite irgendwie voll mit Quests. Und noch mehr Quests und noch mehr Quests. Also bis halt nicht mehr ging. So. Miau. So, ich würde einen Flyer nehmen. Dankeschön. War das hier? Nein. Marktbrett. Oh, verzweifeltes Mädchen, armes Butzi. So, ist das neue Sultanator oder? Gute Frage. Nächste Frage, ich weiß es nicht. Werd's gleich herausfinden. So, was bist du für ein Tor hier? Ach so, andere Ende der Stadt. Laufe ich jetzt? Ja, wir laufen auf der anderen Ende der Seite. Auf die andere Ende der Seite ist ein sehr schöner Satz. Auf das andere Ende auf der anderen Seite. Jo! Immer dir nach, das ist immer gut. Ich habe meinen eigenen Fremdenführer. Das ist richtig cool. Das ist auch eine coole Idee. Dann muss ich sie nicht suchen. Beim letzten Mal bei dem anderen Spiel hatte ich die alles selber gesucht und gefunden. So, bin da. Schade, dass du Donnerstag nicht da bist, um Matti so ein bisschen auch zu helfen. Den habe ich, glaube ich, schon. Ja, den habe ich schon. Ist das nicht cool, so einen eigenen Fremdenführer zu haben? Hä? Das hat doch was. Er kennt sich halt hier echt schon gut aus. Und ich muss mir das alles noch freispielen. Bitterschnee. Bitterschnee ist ein interessanter Name. Habe ich dich verloren. Ach, da hinten. Ist doch cool, wenn jemand sich auskennt. Ich weiß noch, wie ich hier am Anfang rumgeirrt bin. Das war so krank. Weil man hier einfach... Also, Ulda kann sich schon wirklich zu einem Labyrinth herausstellen. Wo hier überall Leute rumstehen. Zack.
Alter. Boah, ich weiß noch, wie ich hier war das erste Mal und dachte, wo zur Hölle bin ich? Aber es ist auch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann sehen wir mal ein bisschen was von diesem Ort noch. Und wir wissen alle jetzt schon, dass ich das nie wieder finden werde. Hä? Hi! Ah, wir sind hier! Genevieve! Das jetzt alle Iteriten? Echt schon? Ich dachte, da wäre noch mehr gewesen in dem Ort. Ich glaube, irgendwann gehe ich einfach mal nur so just for fun durch Ulda spazieren. Einfach nur just for fun. So, grüß dich. Kann man mich mal 2 Stunden wegschmeißen, weil ich dann einfach nur durch die Stadt laufe. Vielleicht sollte ich das über Offscreen machen. So. Du hast dich mit allen Stadt-Iteriten in Ulda harmonisiert und kannst dich nun über das Iteriten-Netzwerk auch zum Tor des Nalt, zum Tor des Tal, zum neuen Sultana-Tor und zum Luftschiff-Landeplatz teleportieren. Das klingt doch nach einem Plan. Wir wollen doch zum neuen Sultana-Tor. Ja. Ja. So, wo haben wir es denn? Das neue Sultana-Tor. Da. Da wollen wir hin. Kartograf westliches Tanalan. Willst du mich verarschen? Du fährst hier mit einem Auto rum. Yeah. Das probiere ich jetzt hier aus. Ja, das kommt mir sogar sehr bekannt vor. Final Fantasy 15. So. Ich muss da runter. Oh, das sind die Marienkäfer. Ich muss auch ein paar Marienkäfer noch kaputt machen. Einfach weil ich es kann. Eigentlich tun die mir ein bisschen leid. Ja, das habe ich mir jetzt gerade eben fast gedacht. Ich wollte es trotzdem testen. Ups. Hui, bumm. So, hier. Ah, da ist die Brücke. Oh, da muss ich vielleicht mal stehen bleiben, sonst kannst du den Achtsitzer ja gar nicht sehen. Ach, das Auto ist der Achtsitzer? Okay. Du.
immer in der Nacht unterwegs. Oh, Sonnenmückenschwarm, kommt her, ihr Süßen. Euch muss ich auch noch fertig machen. Ich weiß aber gar nicht, wie viele von euch. Komm her. So, da ist noch einer. Alter, das Vieh sieht etwas übertrieben aus. Der Mondwal. Ein bisschen, hier so. Moment. Alter. Oh, eine Peitsche. Was willst du denn von mir, du dummes Vieh? Ich habe überhaupt keine Lust auf dich. Raus hier. Was ich jetzt schon fertig machen kann. Okay, dann mache ich halt ein paar Peitschen fertig. Peitsche. Viele von den Viechern kann ich auch nicht brauchen. Ja, aber das sind halt so Viecher, die greifen sich auch an, wenn du sie nicht angreifst. Die anderen Viecher, die waren ja im Vergleich da richtig lieb. So. Fettbereich. Was muss ich hier angreifen? Mischlingsrudel. Aha. Ja, da habe ich jetzt keine Zeit dazu. Ich gehe jetzt da lang. So. Da ist Dadanen. Den werden wir gleich anquatschen. Aber erst gehen wir zum Itariten. Natürlich gehen wir mal erst zum ersten Itariten. Boom! Und da ist Dadanen. Den quatschen wir jetzt noch an. Hi, Dadanen. Ah, du musst Koraphäe sein. Und Modi hat mir nur Gutes über dich berichtet. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Hier im Horizont ist eine Menge los, wie du siehst. Ständig erreichen uns neue Lieferungen über den Hafen in der Bucht des Abendsterns. Viele Händler versuchen hier ihr Glück und Beamte aus Ulda fahnden nach säumigen Steuerzahlern und Schmugglern. Ein bunter Haufen, so geschäftig und fleißig wie eine ganze Bienenkolonie. Wir ersticken förmlich in Arbeit. Wenn ich könnte, würde ich sogar Chocobos anstellen. Fähige Abenteurerinnen wie du sind uns daher stets willkommen. Wende dich einfach an mich, wenn du dir ein paar Gilfer zuverdienen möchtest. Klingt nach einem Plan. Ich muss mir was aussuchen. Eine Hanfhose, eine Laienreiterhose. Ja, jetzt nehmen wir die Hanfhose. Na komm, zack. Yeah, baby. Blutbad-Kommando. Jetzt macht mir ein bisschen Angst. Naja, gut. In diesem Sinne werde ich hier für heute Schluss machen. Nicht, weil ich will, sondern weil ich muss. Und starte dann hier wieder bei Dadanen die nächste Aufgabe. Und in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal eine wunderbare gute Nacht. Schlaft gut, erholt euch gut. Geht nicht zu viel in die Sonne. Ich habe heute so viel Sonne abgekriegt, das weiß ich jetzt schon. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Bussi und Papa.